Einen schönen guten Abend. Kommt nach der Bundespräsidentenwahl jetzt das große Köpferollen? Mehrere SPÖ-Politiker fordern offen den Rücktritt von Kanzler Faymann. Das Parteipräsidium trifft sich zur Krisensitzung. Blau-grüne Stichwahl, wie die Kandidaten das Duell für sich entscheiden wollen. Und Österreich macht mit Kontrollen ernst. Polizei und Bundeswehr überwachen seit heute die Grenze im Burgenland. Verehrte Zuschauer, gleich zu Beginn haben wir ganz frische Zahlen für diese Bundespräsidentenwahl und es sind wohl die letzten Zahlen für diesen ersten Wahlgang, nämlich sie inkludieren jetzt auch die ausgezählten Briefwahlstimmen. Und die haben noch ein bisschen was an diesem Ergebnis verändert. Norbert Hofer von der FPÖ bleibt ganz klar an erster Position. Er erreicht 35,1%, hat im Vergleich zu gestern ein bisschen verloren. Alexander Van der Bellen kommt auf 21,3%, das waren gestern noch 20,4. Die Kandidatin Irmgard Gries auf 18,9 hat sich ein bisschen noch verbessert. Und Sie sehen, hier hat sich dann noch einen Tausch gegeben auf der Position 4 und 5. Rudolf Hunsdorfer erreicht 11,3 und überholt Andreas Kohl von der FPÖ dann doch, der auf 11,1 zurückrutscht und Richard Lugner schlussendlich für ihn 2,3%. Überlebt Werner Faymann jetzt auch diese Wahlschlappe seiner Partei, seines Kandidaten? Nach der historischen Niederlage von gestern beginnt in diesen Minuten eine kurzfristig einberufene Krisensitzung der SPÖ. Offiziell heißt es, es geht dabei nicht um die Person Werner Faymann. Doch jene Stimmen, die nach einem Kanzlertausch rufen, die werden jetzt immer lauter. 19 von 21 Wahlen hat er als Parteichef bereits verloren. Doch die misslungene Bundespräsidentschaftswahl könnte die letzte für Werner Faymann gewesen sein. Nach dem Wahlfiasko gestern rumort es heute heftig in der SPÖ. Eine Krisensitzung jagt die andere. Ich glaube, man muss über alles reden. Nach so einem Wahlergebnis einfach sagen, so tun, als wäre nichts gewesen, das geht nicht. Und daher bin ich für den Reformansatz, einen möglichst breiten. Keine Denkverbote. Den Kanzler frontal anzugreifen, wagt aber nur eine öffentlich, die einstige SPÖ-Größe und EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer. Am Ende dieses Prozesses muss es auch einen Verantwortlichen für diese Niederlage geben. Werner Faymann kann nicht so tun, als hätte dies alles nicht mit ihm zu tun, sagt sie in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Doch Nachfolger in diesen Zeiten Mangelware. Selbst ÖBB-Chef Christian Kern, der immer wieder gerne als neuer Kanzler gehandelt wird, lehnt gleich mal ab. Was meine Person betrifft, sehe ich mich in diesem Szenario jetzt hier nicht als Spieler. Die Betonung liegt auf jetzt? Die Betonung liegt auf nicht. Auch die ÖVP hat sich selbst öffentlich demontiert. Sogar der einstige Chef der Volkspartei hat bei dieser Wahl einer anderen Kandidatin die Stimme gegeben. Was die Volkspartei tun muss, ist eigentlich sich selber wiederentdecken. Wiederentdecken ihre grundsätzlichen Wertvorstellungen, aber auch wiederentdecken, dass man in der Politik dazu da ist, etwas zu tun. Hinter dicken Sonnenbrillen versteckt schleicht sich heute ÖVP-Kandidat Andreas Kohl in die Parteizentrale. Eine halbe Million Wähler haben SPÖ und ÖVP an die Blauen verloren. Die politische Landkarte ist umgefärbt. Ein weiterer Erdrutsch könnte schon bald folgen. Auf Dauer kann man nicht ohne personelle Konsequenzen auskommen, gar keine Frage. Neuwahlen kann man sich jetzt auch nicht leisten, deswegen ist die Frage, wann ist der Zeitpunkt, neue Gesichter zu präsentieren. Klar ist für mich nur, und in diese Richtung wird es wohl auch bei beiden laufen, dass man nicht in dieser personellen Aufstellung in die nächste Nationalratswahl geht. Bei der SPÖ könnte der Wechsel schon beim Parteitag im November erfolgen. Auch bei der ÖVP stünde der Nachwuchs schon parat. Ganz ohne rot-schwarze Beteiligung also wird erstmals die Stichwahl laufen. Knapp 4 Wochen Zeit haben Norbert Hofer von der FPÖ und Alexander Van der Bellen, um mögliche Wähler noch zu überzeugen. Wobei der Ex-Grünen-Chef wegen seines doch großen Rückstandes als Underdog ins Rennen geht. Sichtlich gerührt nimmt Norbert Hofer gestern die Glückwünsche seiner Parteikollegen entgegen. Doch um neuer Bundespräsident zu werden, wird Hofer in der Stichwahl auch Stimmen aus anderen Parteilagern brauchen. Trotzdem: Ich werde das sagen, was ich für richtig halte für Österreich. Und mir nicht überlegen, ja, was könnt ihr sagen, damit ich genau diese Gruppe oder jene anspreche. Alexander Van der Bellen wird sich seine Strategie dagegen genau überlegen müssen, wenn er seinen großen Rückstand aufholen will. Denn wie es Van der Bellen am Wahlabendtreffen formuliert: Jetzt geht's wirklich um die Wurst.
Und das kennen wir schon aus dem Skifahren. Man muss nicht der Erste im ersten Durchgang sein, um den zweiten zu gewinnen. Um Wähler anzusprechen, die gestern für die ausgeschiedenen Kandidaten gestimmt haben, braucht Van der Bellen aber einen Kurswechsel, glauben Meinungsforscher. Das ist im Wesentlichen die Kernfrage in der Flüchtlingspolitik. Hier kann er nicht sehr stark den Kurs verändern, aber etwas adaptieren, damit er für bürgerliche Schichten, die im Grunde nicht strikt flüchtlingskritisch eingestellt sind, damit er dort punkten kann. Heute gönnen sich die beiden Kandidaten eine kurze Verschnaufpause. Doch schon morgen geht der Wahlkampf weiter. Der Ex-Grünen-Chef präsentiert seine neue Plakatkampagne bei den Freiheitlichen Tag der Bundesparteivorstand. Ja, den Wahlkampf dominiert hat die Flüchtlingskrise und sie dominiert auch weiter den politischen Alltag. Seit heute wird nämlich wieder kontrolliert. Im Burgenland an der österreichisch-ungarischen Grenze sind Polizei und Bundesheer im Einsatz. Das Ziel ist es, kriminellen Schlepperbanden das Handwerk zu legen und die illegale Einreise von Migranten über die grüne Grenze zu verhindern. Der Autobahngrenzübergang Nickelsdorf heute Mittag. Nur im Schritttempo geht es voran, denn die Polizei kontrolliert jedes einreisende Fahrzeug. Lkw und Kleintransporter leiten die Beamten auf eine Fahrspur zusammen, durchsuchen die Ladeflächen. Dort, so die Vermutung, könnten Schlepper Flüchtlinge verstecken. Im Burgenland haben wir momentan pro Woche rund 250 Aufgriffe mit der Tendenz stark steigend, sodass wir gezwungen sind, diese Kontrollen jetzt zu machen. Auf der ungarischen Seite führen die österreichischen Kontrollen zu kilometerlangen Rückstaus. Die Autofahrer nehmen es gelassen. Es ist zwar lästig, wenn man ein bisschen länger steht, aber im Großen und Ganzen ist der Sicherheit und dem Ganzen bringt, auch mit dem Asylchaos, was man derzeit haben, bringt es schon was. Ja, bin ich dafür. Wir sind an Dutzenden LKWs vorbeigefahren, die sind arm, manche schlafen sogar drinnen, aber ich find's nicht schlecht. Im Grenzeinsatz ist seit heute auch wieder das Bundesheer. Eine Kompanie mit 120 Mann überwacht die grüne Grenze rund um Nickelsdorf. Soldaten unterstützen zudem die Polizei bei den Fahrzeugkontrollen. Wird vorerst nur im nördlichen Burgenland kontrolliert, sollen ab kommender Woche Grenzkontrollen auch im Süden stattfinden.